Neues Jahr und herzlich willkommen zu einer neuen Lifestyle-Sendung 2016. Ich war in der Helmut Newton Stiftung bei der Greg Gorman Ausstellung. Ab dem 4. Dezember 2015 zeigt die Helmut Newton Stiftung die Ausstellung Helmut Newton Page from the Glasses, Greg Gorman Colorworks. Zur Pressekonferenz nahm June Newton, die Witwe von Helmut Newton, der Fotograf Greg Gorman und Kurator Matthias Harder teil. Der amerikanische Fotograf Greg Gorman zeigt ca. 25 großformatige Starporträts, unter anderem von Andy Warhol, Grace Jones, Mick Jagger, Al Pacino und Sophia Loren aus. Die Präsentation Colorworks ist die erste Farbfotografie-Ausstellung Gormans überhaupt. Als weiteres Highlight gibt es eine spektakuläre Aufnahme von Michael Jackson zu sehen, die noch nie zuvor gezeigt wurde. Raquel sprach mit Greg. So, I'm standing here with Greg Gorman. Ich stehe jetzt hier mit Greg Gorman. Du bist zum zweiten Mal von June eingeladen und nun präsentierst du deine Ausstellung Colorworks. Colorworks. Tell me about it. Well, it came about. I was speaking with June one night over dinner when she was in Los Angeles. Es war an einem Abend in LA, dass June auf mich zukam und sagte, wie wäre es denn mal mit einer Show in Farbe? Ich sagte zu ihr, dass ich so etwas noch nie gemacht habe. Es wäre etwas ganz Kommerzielles und persönlich. Außerdem wäre es etwas ganz anderes als meine letzte Show mit meinen Skulpturen und Nudes. Als diese Bilder, die hier hängen. Was meinst du mit farbig? Waren die eher schwarz-weiß fotografiert? Nein, diese Bilder wurden in bunt fotografiert. Vielleicht hast du die letzte Show von mir gesehen mit Rufus. Das war schwarz-weiß. Diese hier sind kommerziell. Eine für Magazine, CD-Cover und Artikel. For magazines, sometimes for motion picture campaigns, record covers, magazine articles, that sort of thing. Du hattest fast jeden vor deiner Linse. Und jetzt zeigst du ein Bild, was du noch nie gezeigt hattest, Michael Jackson. Ich hatte es schon auf der Pressekonferenz erwähnt. Ich habe mit Michael Jackson schon einige Jahre gearbeitet. Er hatte mich immer angerufen und gesagt, lass uns darüber reden, was wir jetzt tun. Ich dachte, ich hätte es mit einem Regisseur zu tun, weil ich selber wusste ja, dass ich fotografieren möchte und erreichen will. Und ich schoss dieses Bild in meinem Tageslichtstudio und Michael war fasziniert mit meinen weiblichen und männlichen Nudes-Ausstellungen. Und wir sagten, lass uns so etwas darstellen. Nicht so aufreizend, aber dennoch ist es sehr provokant. Michael war immer kreativ und einen Schritt voraus. Decided on, you know, we couldn't do anything too revealing, but yet it's still a pretty provocative picture. And Michael was always creative and one step ahead of the game. And how many pictures would you exhibit? Wie viele Bilder stellst du aus? Du, das weiß ich nicht so genau. Zwischen 20 und 30. Wir haben ein paar reduziert. Ein paar Frauen sind nicht dabei. Barbara Streisand, Keira Knightley und Sophia Loren. Aber dafür haben wir Johnny Depp. Aber so ist es besser, sonst hätten wir zu viele Bilder hier ausgestellt. Aber grob geraten sind es so um die 25. Gibt es jemanden, den du noch nicht fotografiert hast, aber möchtest du es unbedingt? Oh, ich wollte schon immer Brigitte Bardot fotografieren. Den Stand von jetzt, wie sie so ist. Denn als ich erwachsen wurde, habe ich sie immer bewundert. Sie war die Top-Favoritin. Dann solltest du schnell nach Frankreich rüber und sie finden. Ich habe sie erreicht, aber sie möchte nicht. Und ich bewundere sie dafür, dass sie diese plastische Chirurgie nie mitgemacht hat. Nicht wie die anderen Damen in Beverly Hills. Ja, sie sieht authentisch aus. Ja, echt. Deine Bilder sehen echt schön aus. Die Ausstellung geht bis Mai. Wir freuen uns drauf. Thank you so much. Thank you. Raquel sprach mit dem Kurator des Hauses, Matthias Harder. So, hallo, ich stehe jetzt hier mit dem Kurator der Helmut Newton Stiftung, Herr Harder. Hallo. Hallo. Was kriegen wir denn heute zu sehen?
Das ist eine neue Ausstellung, die wir hier zeigen. Die läuft jetzt wieder ein halbes Jahr. Pages from the Glossies heißt sie. Es ist ein Buch im Grunde genommen, das wir hier zu einer Ausstellung umgewandelt haben. Newton hat zwischen den 50er Jahren und ja, im Grunde genommen bis an sein Lebensende für Zeitschriften gearbeitet. Das war sein Hauptbetätigungsfeld. Diese Bilder kamen in die Zeitung, die wurden sozusagen mit Typografie und Seitenzahlen und so weiter ergänzt. Und genau das sehen wir an diesen Wänden. Wir haben das Buch zur Ausstellung gemacht und breiten gewissermaßen dieses Buch hier an den Wänden aus. Wow, aber zusätzlich gibt es aber auch noch das Buch dazu. Das Buch ist neu veröffentlicht, denn 1998 hat er es ja erstmals auf den Markt gebracht. Es war ein Bestseller, er war relativ schnell ausverkauft und so hat nun der Taschenverlag das Buch wieder aufgelegt als Reprint. Das heißt, alle Bilder sind gewissermaßen auch in diesem Buch wieder enthalten. Es gibt im Grunde genommen ja diesen Blick in die Welt zurück der Mode 50er, 60er, 70er Jahre. Das war so seine Hauptzeit. Und er hat für unglaublich unterschiedliche Magazine gearbeitet. Er hat immer wieder die Mode mit seinen Visionen und Versionen ja, illustriert. Aber die Bilder sind trotzdem weit mehr als eine Illustration. Sie haben immer einen großen, starken, autonomen Bildanspruch. Zeitgleich zu einer Ausstellung, also das war er sagte immer, wenn ich eine Ausstellung habe, möchte ich noch einen anderen Fotografen dabei haben. Heute haben wir es mit Greg Gorman zu tun, aber das war doch seine Aussage, nicht wahr? Als er seine Stiftung gegründet hat, 2003, wir haben ja dann 2004 eröffnet, hat er seine Wünsche für diese Stiftung formuliert. Und einer dieser Wünsche war, dass er auch für andere Fotografen, Designer und Künstler ein Forum hier bieten möchte. Das tun wir posthum, denn er ist nun leider nicht mehr hier und wir zeigen aber in erster Linie Menschen, die mit ihm zusammengearbeitet haben früher oder zumindest befreundet waren oder mit ihm etwas zu tun hatten. Greg Gorman ist einer von ihnen, ein Fotograf aus Kalifornien, der für so viele Cover der Magazine auch gearbeitet hat, der ein freies Werk hat, Männerakte, die wir vor 2 Jahren hier gezeigt haben. Dann haben wir diese Bilder, diese Schwarz-Weiß-Bilder mit den Aktbildern von Newton paraphrasiert. Diesmal ist es so, dass wir angewandte Fotografie von ihm zeigen, also Auftragsarbeiten, die auch in den Zeitschriften publiziert werden. Also insofern ist das auch wieder so ein Matchpoint und es passt zusammen und es sind ganz andere Bilder, aber da die Ausstellung chronologisch angelegt ist, die Newton-Ausstellung, führen wir gewissermaßen dann in den 90er Jahren hinüber in den Raum von Greg Gorman. Und diese Bilder stammen meistens eben auch aus den 90er Jahren. Ja, schön. Und der rote Faden zieht sich durch. Und das war bis zum nächsten Jahr. Im Mai gibt es diese Ausstellung zu sehen, gell? Exakt, genau. Dann folgt eine Ausstellung mit June Newton oder Alice Springs, wie sie sich als Fotografin nennt. Dann werden wir dazu Helmut Newton in einem ganz anderen Kontext stellen. Und so geht das immer weiter. Wir haben ziemlich viele Schätze noch zu heben. Ja, das denke ich mir. Und darauf freuen wir uns. Aber jetzt genießen wir erstmal diese hier. Ja. Danke. Herzlichen Dank. Ich habe ein ganz besonderes Geschenk für euch, nämlich 2 Karten für die Helmut-Newton-Stiftung hier in Charlottenburg. Und hier noch ein Rückblick von all den anderen Ausstellungen, die ich besucht habe 2015. Das Einstein-Haus wurde vom Einstein-Forum am 22. Mai 2005 wiedereröffnet. Wo, wenn nicht in Caput, das ca. 5 Kilometer südwestlich von Potsdam liegt. Das Haus war ursprünglich als Sommerhaus konzipiert worden, vom Architekten Konrad Wachsmann. Einstein lebte dort bis auf die kältesten Monate fast das ganze Jahr über. Zahlreiche Gäste empfing das Genie in seinem Haus. Unter anderem Käthe Kollwitz, Heinrich Mann, Max Planck, ja und diesmal auch Raquel. Die trug sich gleich ins Gästebuch ein. Musik.
Am 6. Dezember 1932 verließ Albert Einstein sein Paradies in Kaput, und hätten ihn die politischen Umstände nicht zur Flucht gezwungen, wäre er ganz sicherlich in seinem Häusle, wie er es nannte, geblieben. Das war die schöne Sommerresidenz von Albert Einstein in Kaput. Wenn Sie auch mal hier hin möchten, ist echt eine Reise wert. Tschüss. Yeah.